Nanu? Nanu, Nanu, das sieht ja alles so anders aus. Der Zaun sieht so anders aus. Warum? Warum sieht der Zaun so anders aus? Ja. Sieht da eventuell auch ein bisschen besser aus? Ja, ne? Erstmal, liebe Leute, willkommen hier zurück zu Minecraft. Ich habe nämlich geupdatet, ja. Ich habe geupdatet. Update. Das Wasser sieht auch anders aus. Allgemein, die Farben sehen anders aus. Bisschen kräftiger, ne? Bisschen gesättiger, finde ich so. Die Sonne sieht auch anders aus. Ja, ich habe ja die ganze Zeit auf der 1.12 gespielt. 1.12.2. Jetzt spiele ich auf der 1.13.2. Ich habe geupdatet. Sozusagen auf den neuesten Stand. Obwohl, es kommt ja bald wieder eine neue Version raus von Minecraft, ne? Ich glaube, die 1.14. Kommt die bald raus, die 1.14? Ich weiß es gar nicht. Aber irgendwie läuft da schon was, ne? Was Neues so. Ne, ich habe mal geupdatet hier auf die 1.13.2. Wird ja auch mal Zeit, wurde auch mal Zeit. Mal gucken, wie es aussieht. So, der erste Eindruck, ja, dass die Texturen schon ein bisschen anders aussehen hier. Und, jedenfalls von dem Texture Pack halt, ne? Nicht allgemein vom Update, sondern von Chroma Hills. Ja? Das Chroma Hills nutze ich ja. Ressourcen Package, Texture Pack, Gedönse, ne? Vielleicht hat er einfach nur die Texturen hier ein bisschen umgeändert. Ist ja auch egal. Hauptsache, wir spielen jetzt auf der 1.13.2. Und ich hoffe, das läuft auch einigermaßen stabil. Und es gibt es ja auch mit. Ja, erzähle ich gleich, oder? Nee. Reden wir gleich drüber, ne? Mit dem. Was ist überhaupt neu? Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Mit der Schweinchen! Mit der 1.13er. Ich glaube, unter Wasser, ne? War das nicht unter Wasser? Unter Wasserbiom oder sowas? Und ja, keine Ahnung. Werden wir alles nochmal kennenlernen. Ich habe die Updates auch nicht so verfolgt. Auch die 1.12er, die Update habe ich auch nicht verfolgt. Dafür spiele ich nicht am Stück sozusagen Minecraft. Ich habe ja, ihr wisst es ja, monatelang Pause gehabt, bevor ich hier weitergemacht hatte. Und Umzug und so habe ich ja auch 3, 4 Monate Pause gehabt von Minecraft. Davor habe ich auch nicht so aktiv Minecraft gespielt, nur ab und zu mal. In letzter Zeit mal ein bisschen aktiv, deswegen ja auch hier so, ne? Fast jeden Tag eine Minecraft-Folge für euch. Doch, das ist alles kräftiger. Das ist kräftiger, die Farben, ne, sind kräftiger. Naja, ach, Schafe, genau, da war doch was. Wir machen bei den Schafen weiter. Wir brauchen nämlich noch viel, viel Wolle fürs Haus. Ach, jetzt habe ich, Moment mal, ich muss mal. Ja, mal gucken, ich muss mal sehen, wie lange ich heute mache. Wie lange die Folge geht. Müssen wir schauen. Okay, fast ein Stecken. Aber ich habe doch, genau, die können noch mal ein bisschen kuscheln hier. Was? Hühnchen und die Blümchen. Was, guck mal, der Fortschritt, Hühnchen und die Blümchen, okay. Aber das hatte ich doch schon mal. Naja, ich glaube, das ändert sich, sobald man eine andere Version spielt. Da ist das Schweinchen einfach da reingehüpft, bestimmt von hier oben. Ist natürlich auch praktisch und kommt natürlich jetzt nicht mehr raus. Jo, jetzt steckst du da fest, ne? Das stimmt, die Schweine haben auch eine andere Textur. Das ist, was ist eine andere? Das ist die Standardtextur von den Schweinen. Vorher sahen die ja gemischt aus, ein bisschen anders jetzt. Naja. Ist ja auch egal. Ist Gewöhnungssache wieder. Dort fliegt Wolle. Okay, wird langsam eng hier drin, ne? Nur noch vom Weizen. Muss ja bald ein großes Feld bauen, ne?
Das Schlimmste kommt ja noch später, ne? Die ganzen Kühe schlachten. Eieieiei, das wird noch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich brauche ja noch viel Leder und deswegen muss ich den Kühe schlachten, ne? Nützt ja nichts. So, gehen wir schon mal zurück. Aber 60 Wolle ist nicht viel, ne? Ich muss mich ja hier in den Chunk aufhalten, das ist ja das Blöde. Ach, Kohle. Schön viel Kohle. Ach, wunderbar. Wir müssen in die Mine. Ah, wir müssen in die Mine. Wir müssen unbedingt in die Mine. Ja, nur Rezepte, neue Rezepte, ne? Neue Rezepte! Vielleicht kann man ja auch was anderes bauen und Kräfte mit der 1.13. Ich weiß es noch nicht. So genau. Ich glaube, ich gehe dann. Ich gehe doch gleich erstmal zurück. Die Blümchen sehen echt anders aus. Das Wasser ist auch anders. Aber es kann an den ach, Ressourcen-Package liegen, ne? Joa. So, friss doch mal ordentlich Gras. Dann kann ich noch mal ein bisschen Wolle mitnehmen. Und dann kann ich erstmal abdampfen wieder. Ups. Tja, jetzt hängst du mit dem Kopf im Zaun, ne? Tut mir ja leid. Ich brauch sowieso noch Weizen und wir gehen mal zurück. Upsala. Ein bisschen am Haus dann weiter bauen. Jedenfalls den Stecken schon mal dann wieder loswerden, ne? Den Stecken weiße Wolle. Und die Kohle, die wir finden, nehmen wir natürlich mit. Stimmt die Richtung? Ja. So ungefähr. Ach ja, ja, stimmt, ja, genau. In der Brücke darum. Darum. So, Nachbar saugt gerade wieder die Wohnung. Ich weiß nicht, warum die Nachbarn hier mal auf den Sonntag saugen müssen. Sonntags ist Ruhetag. Die blöden Nachbarn verstehen das irgendwie nicht. Hast du gerade deinen Nachbarn beleidigt? Ja, aber das ist auch echt. Das muss ich auch noch hier. Ich glaube, ich mache das hier, bis die Spitzhacke kaputt ist. Das muss ja sowieso gemacht werden, ne? Überall wieder Baustellen, wollte ich gar nicht, aber naja, ist auch ein bisschen Abwechslung, ne? Dunkel, ja, ich weiß so, mal ein bisschen hell. Jetzt eine schöne Spitzhacke mit Effizienz, ja, Effizienz 4 mindestens. Na, kommt alles noch.
So, ich mache die Spitzhacke dann noch kaputt. Und dann werden wir noch die weiße Wolle vernichten, also verarbeiten. Geht's dann nach Hause? Das ist natürlich die verkehrte Seite. Ich muss hier lang. Wollte ich nicht die Spitzhacke kaputt machen? Ja, machen wir auch noch. Das muss noch viel, viel, muss noch viel mehr weg. Egal. Egal. Erstmal das Haus. So. Wird's dunkel? Klar. Okay. Da haben wir auch Blümchen, die haben Blümchen. Nee, nee, nicht Blümchen. Mal gucken hier die Setzlinge. Jetzt habe ich da Essen. Das könnte ich gleich im Ofen machen. Ich habe kein Weizen mehr, ne? Stimmt, Holzkohle. Da war ja Holzkohle drin. Oh, Stein hatte ich auch gebrannt. So. Ich möchte erstmal schlafen mit offenen Türen. Ob ich jemals dazu komme, hier auch noch eine andere Tür reinzusetzen? Habe ja keine Zeit. Ich muss erstmal das Dach machen. Also nicht das Dach, die erste Etage, gleich die Wolle ein bisschen verteilen. So, das machen wir jetzt auch mal. Die Wolle, die Wolle, die Wolle. Die Wolle, die Wolle, die Wolle. So, mit die Fenster, wie gesagt, muss ich da nochmal gucken. Hier hinter bräuchte ich normalerweise auch. Nee, auch. Hier hinter muss eigentlich keine Wolle. Eigentlich nicht. Da können wir ein bisschen sparen. Eigentlich können wir ein bisschen sparen. Eigentlich. Komme ich halt hier nicht hoch. Nein, nützt ja nichts. So, die Ecke. Okay, ja. Ist gleich wieder weg, das Stecken, ne? Okay. Nein, nichts mehr an weiße Wolle. Oh, schade, schade, schade. Toll. Warum bist du nicht gesprungen? Ich brauche bestimmt noch zwei Stecken. Aber so richtig rund läuft das nicht hier irgendwie. Habe ich den Map kaputt gemacht? Hab mich ja gefragt, updaten, updaten. Ich konnte ja eine Kopie speichern. Ja, zur Not kann ich ja noch auf der. Alten Welt? Nee, warte mal. Dann muss ich mir mal überlegen. Aber irgendwie läuft das nicht so rund, ne? Hallo. Aber die Klappen sehen auch anders aus. Ja, es ist gewöhnungsbedürftig.
Naja, schauen wir mal, wie es denn weiterläuft. So. Ja, Haus entwickelt sich. Was steht denn noch auf dem Programm? Drüben weiter abbauen. Die Steine, naja. Ich glaube, die werde ich erstmal einbauen. Oh, da ist noch Wolle gewesen. Einbunkern. Ich glaube, in die Mine. Ich glaube, wir gehen jetzt zunächst erstmal in die Mine. Ich brauche nämlich noch Eisen. Eisen, Eisen, Eisen. Warum ist da ein Apfel drin? Keine Ahnung. Und zum Feld muss ich dann auch nochmal runter. So, das lasse ich mal im Inventar, oder? Ja, Erde, Erde. Stecken, aber mehr Platz. Kohle nehme ich mal mit. Ich brauche so wegen Fackeln. Eine Spitzhacke habe ich noch. Ich mache mir dann noch mal eine Spitzelhacke. Eine Spitzhacke. So, die ist ja kaputt. Und dann haben wir da noch mal zwei Stück. Oh, den Stein sollte ich vielleicht auch erstmal hier lassen. Weizen, Weizen, Weizen. Meine Rüstung geht ja noch. So, was sagt denn das Feld da unten? Naja. Habe ich noch Samen? Nee, ne? Ich gucke noch meine Kiste. Samen, ich habe noch Samen. Juhu. Okay. Alles klar. Jo, wie gesagt, die Folge soll nicht so lang werden. Habe ich das gesagt? Ich weiß es gar nicht. Aber ich habe jetzt gerade keine Idee, außer in die Mine zu gehen. Aber ich denke mal, wir fangen dann direkt an. Ich könnte nochmal runtergehen. Das wird aber beim nächsten Mal dann direkt weitermachen, unten in der Mine. So. Ich war schon lange nicht mehr hier. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich zuletzt abgefarmt habe. Oh, keine Ahnung. Hier ist dunkel. Okay. Okay, was hast du denn für ein Gesicht, sag mal? Grüne Augen. Mit die Herzen ist auch neu, ne? So. Hier geht es nicht weiter runter. Gehe ich da hinten nochmal gucken oder geht es hier weiter runter? Ne. Normal ist es ja auch egal. Einfach irgendwo in die Tiefe buddeln und dann ist gut. Aber das. Sch nee, das ist irgendwie ganz merkwürdig. Naja, ich werde mich erstmal hier hinstellen. Ja. Zum Ende. Ich komme zum Ende. Und dann seid gespannt, wie es weitergeht in der nächsten Folge. Und ja, euch noch einen Rest Sonntag. Und mein Nachbar hoffentlich hört er endlich mal auf zu saugen. Das ist ja furchtbar. Meine Güte, du. Okay, bis dann. Tschüss.